Hallo, da sind wir mal wieder. Wir waren gerade bei den Tutorials hier, genau. Wir haben die Seeschlacht beendet. Jetzt geht es weiter mit dem Anfänger-See-Tutorial. Oh, wir haben mit dem Oh. Ja, okay, auch kein Problem. Also, dieses Tutorial richtet sich an neue Spieler von Total War. Ihr lernt die Grundlagen der Seekriegsführung, wie segeln und kämpfen. Ja. Anfänger halt, ne? Oh. Euer Bündnis Yoshida Hatsutoyo und Kagawa Kiyonaga. Und feindliches Bündnis Hosokawa Takauji. Sowie Wasser die Form seines Behälters annimmt, wird ein Mann dem guten und schlechten Beispiel seiner Kameraden folgen. Imagawa Sadayo. Interessante Literatur. Willkommen in der Inlandsee Japans. Ihr habt die Kontrolle über die Chosokabe-Flotte, in Oh. der sich einige der besten Seefahrer aus ganz Japan befinden. Ja. Es ist eure Aufgabe, Das die ist gerade ein Handelsrouten der Schiff. Chosokabe vor Piraten und feindlichen Clans zu schützen. Dies ist ein Bogenschiff, ein kleines, schnelles Schiff, unerlässlich Okay. für eine ausgewogene Flotte. Die Bogenschützen an Bord können mit brennenden Pfeilen feindliche Schiffe in Brand stecken. Oh. Auf diese Weise vermögen mehrere kleine Schiffe, ein schweres Schiff aufzuhalten. Sie bieten jedoch auch ein leichtes Enterziel. Okay. Also in der Regel große Schiffe. Große Schiffe schwer entern, kleine Schiffe leicht entern. Wählt ein Okay. Bogenschiff, indem ihr mit der linken Maustaste direkt darauf klickt. Oder auf die leuchtende Schiffskarte am unteren Bildschirmrand. Ach, mach mal lieber so. Auf dem Wasser brennt ein Schiff. Das sollten wir uns ansehen. Bewegt euer Bogenschiff, indem ihr es auswählt und einen Rechtsklick auf das Wasser nahe des brennenden Schiffs macht. Euer Schiff fährt mit Höchstgeschwindigkeit zum brennenden Schiff. So Kabel. Über die Felder für die Nein. Spielgeschwindigkeit passt ihr die Ein Schlachtgeschwindigkeit an. Handelsschiff. Ihr könnt so die Schlacht verlangsamen Überlebende. oder pausieren. Überlebende. Schnell. Mann über Bord. Wo ist hier eigentlich der Hafen, von wo das Schiff eigentlich Kommt ihr einem startet? brennenden Schiff zu nahe, greift das Feuer womöglich auf euer Schiff über. Oh. Klickt auf das Ankernfeld, um es in sicherer Entfernung anzuhalten. Zum Glück stand hier kein Schiff in der letzten Folge in Flammen, weil die standen ja Hervorragend! voll neben. Euer Schiff hat angehalten. Es scheint, als Okay. hätte das brennende Schiff eine Mine gerammt und es treiben noch mehr im Wasser. Ihr müsst die Minen meiden, wenn ihr sicher ins offene Meer gelangen wollt. Und was ist mit den Leuten? Oh. Ja gut, die Leute, das also ein Problem weniger. Ui, ich nehme an, dass das sind Minen. Hat nicht eigentlich bei uns überhaupt Minen gelegt? Bitte. Das brennt. Ach so, nee, das sind nur Leuchtfeuer und das da. Ach, Anlage, okay. Ach, hier ist der Hafen. Okay, ja, so. Gehen wir mal da lang. Fahren wir mal da lang.
So. Euer Schiff hat die Markierung erreicht und ihr könnt die Kamera mit den Tasten W, A, S und D wieder darauf zentrieren. Alternativ könnt ihr einen Doppelklick auf die Schiffskarte machen. Die Kamera lässt sich mit den Tasten Y und X nach oben und unten bewegen oder durch Rollen des Mausrades. Ja. Mit Q und E dreht sich die Kamera. Ein feindliches Schiff. Seht die genaue Position auf der Radarkarte nach und macht euch für einen Kampf bereit. Ich sehe das Ding auch so. Die Radarkarte zeigt das Meer um euch herum an. Darunter Landmassen, seichte Gewässer und die Position der einzelnen Schiffe. Eigene Schiffe erscheinen in gelb, feindliche Schiffe in rot. Ja, okay. Der farbige Kreis um euer Schiff herum ist der Feuerradius, der die maximale Reichweite seiner Waffen zeigt. Versucht, euer Schiff so zu positionieren, dass der Feind in den Feuerradius fährt. Haltet dennoch einen gewissen Abstand, damit der Feind keine Möglichkeit zum Entern hat. Oh mein, ich hab eine Idee. Ich glaube, dann einfach hier in die Mine. Ich komme mir vor wie Grand Admiral Thrawn oder Thorn, wie der heißt. Hey boy. So. Was ist überhaupt für ein Schiff? Miyoshi, Sengoku, Bune. Ich habe Eier zum Überfall, das stimmt ja. Ja, ja. Oder? Ja, nein! Als ob. Nein, nein, nein! Das feindliche Schiff wurde beschädigt und hat Verluste unter der Besatzung erlitten. Die Sashimono-Flagge über dem Schiff ist ausgefranst und zerschlissen. Dies spiegelt die aktuelle Rumpfstärke des Schiffes sowie das Ausmaß des Schiffes. Nein, wir werden geändert. Ja, toll!
Mit ihren jeweiligen Fertigkeiten können Schiffe zusätzlichen Schaden anrichten. Los, jetzt! Dieses Bogenschiff kann brennende Pfeile abschießen, die nicht nur mehr Schaden als normale Pfeile verursachen, sondern ein feindliches Schiff in Brand stecken können. Wählt nun das Feld für brennende Pfeile, um diese einzusetzen. Die Moral der Besatzung sinkt, wenn ein Schiff beschädigt wird. Ändert sich die Farbe des Banners über einem Schiff von grün auf rot, wird es versuchen, aus der Schlacht zu fliehen. Um dies zu verhindern, solltet ihr die Schiffe beisammenhalten und Schaden an den Rümpfen reparieren. Oh oh. Oh oh. Den Seegeistern sei Dank. Oh, was? Ihr habt den Feind geschlagen. Wie? Wie? Okay. Der Feind wurde besiegt. Und ihr könnt nun hinaussegeln und entlang der Küste nach weiteren Schiffen Ausschau halten. Setzt per Rechtsklick aufs Wasser einen neuen Kurs. Gut, das war mein erstes Entermanöver. Sieht irgendwie lustig aus. Ein auf Grund gelaufenes Schiff eines Verbündeten wurde entdeckt. Oh. Segelt zu ihm, um Hilfe zu leisten. Oh. Okay. Ha, geil. Up, 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 up. Alter, Alter, wow. Wie die Wikinger. Wikinger. Ah. Mittlere Bude. Oh. Das scheint leicht beschädigt zu sein. Oh ja. Nur schwimmt doch. Das auf Grund gelaufene Schiff wurde eurer Flotte hinzugefügt, jedoch mit einigem Schaden. Zur Reparatur klickt das Schiff mit der linken Maustaste an oder wählt die Karte der mittleren Buhne aus. Klickt nun auf das Schiff reparieren Feld, woraufhin die Besatzung mit der Reparatur beginnt. Solange ein Schiff repariert wird, kann es nur dann andere Aufgaben durchführen, wenn die Reparatur abgebrochen wird. Oh, ist cool. Die Reparatur abgeschlossen, Animation. Ist das Schiff wieder einsatzbereit. Lasst die Besatzung das Schiff reparieren, während wir uns die Stärken und Schwächen einer Buhne ansehen. Kriegsschrei. Trifft bis zu 7 der Nähe befindliche feindliche Einheit und reduziert ihre Moral, Nahkampf, Abwehr und Geschwindigkeit. Oh. Ah, weil die aus dem Takt kommen oder was? Und dort? Das ging auch schnell. So. Es gibt mittlere und große Buhnen.
Die mittlere Buhne ist ein vielseitiges Schiff mit hervorragender Geschwindigkeit, Manövrierbarkeit und Rumpfstärke. Sie beschützt kleinere Schiffe wie das Bogenschiff und kann feindliche Schiffe gleicher Größe entern und kapern. Hilfe hat uns erreicht. Eine schwere Buhne hat sich euch angeschlossen. Dieses langsame Schiff mit großer Besatzung verfügt über Fernkampfeinheiten. Die schwere Buhne eignet sich besonders zum Entern, ist jedoch schwerfällig und anfällig für Feuerschaden. Okay. Weiter oben an der Küste wurden feindliche Schiffe entdeckt. Fangt sie mit eurer Flotte ab. Klickt auf das Enternfeld und klickt mit der rechten Maustaste auf eines der feindlichen Schiffe, um den Befehl zum Entern zu geben. Du da. Eure schwere Buhne bewegt sich in Enterreichweite des feindlichen Schiffes. Sobald sie sich neben diesem befindet, gehen eure Truppen an Bord und versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Was ist eine Reichweite? Ah ja. Okay. Ja gut, Volltreffer. Also geht doch. Sieht irgendwie aus wie Laserfeuer. So ein bisschen. Los, Geschwindigkeit. Ja, das Entern klappt ja nicht so gut. Los, jetzt, entern. Ah.
Wow. Ach, die entern mich. So sei es. Werden Besatzungsmitglieder oder enternde Einheiten getötet, sinkt die Moral der verbleibenden Einheiten, bis eine Seite schließlich kapituliert. Droht ihr ein Entermanöver zu verlieren, wählt eure Buhne und aktiviert den Kriegsschrei. Gut. Die feindliche Besatzung hat sich ergeben und das Schiff ist euer. Kümmert euch jetzt um die übrigen Schiffe des Feindes. Oh lol. Alter. Jetzt passiert. Na endlich. Doch mal Zeit. Nein. Hervorragend. Oh. Ihr habt das Tutorial erfolgreich abgeschlossen und die Handelsrouten des Clans beschützt. Yay. Ja. Sehr gut. Auch wenn der Feind tausende von Männern hat, nimm trotzdem Rache. Halte sie dir vom Leib und sei entschlossen, alle zu erschlagen, angefangen beim ersten Mann. Dann wirst du die meisten erschlagen. Nabishima Naoshige, was ist das denn für eine Logik? Yay! Okay. Ja, das war's mit dem Anfänger-Seetutorial. Ich würde sagen, wir machen als nächstes weiter mit dem Chozo-Kabel Kampagnen-Tutorial und bis dahin, tschüss.